Jo Leute, willkommen zurück zu Ever Oasis. In der letzten Folge haben wir tausende Schlüssel erhalten und haben jetzt drei Bergarbeiter im Tiefseefriedhof gerettet oder was auch immer das für Leute sind. Die Schlüssel sind auch unten markiert, blau, grün und rot. Auf der kleinen Karte seht ihr das, ne? Und wir gehen jetzt durch dieses Tor hier. Zack, Schlüssel rein, rotes Tor offen und weiter. So, okay, da sind auch schon die ersten komischen Viecher wieder. Ich möchte gerne diese Kiste hier aufmachen. Ja. Auch wenn wir gerade in einer brenzlichen Situation sind, ist mir egal. Immer grün. Okay, immer grün Waffe haben wir erhalten. Kollege, hast du schon mal was von Ausweichen gehört? So, vielleicht springen, so irgendwie? Naja. Okay, hier waren wir schon. Sind wir wieder zurückgekommen, da wo wir vorhin lang gelaufen sind, aber wir sind vorhin durch die andere Tür gegangen. Jetzt haben wir den roten Schlüssel, den kann man wohl zweimal verwenden. Und zack, und da ist die rote Tür, Nummer 2. Und oben können wir noch nicht lang, da kommen wir wahrscheinlich dann auch wieder zurück oder so, keine Ahnung. Sehen wir ja dann. So, Tattoo, man weiß ja nie, was da drunter ist unter diesem Sandhaufen. Und, naja, Silbersand. Da drüben ist irgendwas Blaues. Und hier sind irgendwelche Skelette. Das heißt, eventuell könnten hier nochmal Gegner kommen. So. Nyla. Flieg mal rüber. So. Da sind wir auch schon drüben. Und da sind auch schon die ersten Monster. Das wird ein Fall für Tattoo. Tattoo, dann kümmere dich mal um diesen Chaos-Orb hier, dass nicht noch weitere Viecher spawnen. Okay. Jetzt geht auch noch woanders hin. Das ist neu. Das hatten wir noch nicht. Okay. Und jetzt ist er da unten. Okay. Ja, dann Nyla. Erledige den Rest. Bitte aber hier anvisieren. Genau. So. Das war's. Okay, jetzt bitte dieses Viech hier noch wegballern, wenn es mir... Also, das wäre mir auf jeden Fall recht. So, weg. Gut, da ist schon mal alles cool. Und hier der Kollege noch ein Schlag. Zack, weg. Schön. Haben wir. Das Tor ist offen. Wie kommen wir jetzt darüber? Das müssen wir jetzt sehen. Das werden wir jetzt sehen. Besser gesagt. So, also hier. Das sollen wohl Fackeln darstellen oder was auch immer. Das, wie machen wir das jetzt? So, da unten wahrscheinlich irgendwo drunter oder so, ne? Schauen wir mal hier. Ja, Talent einsetzen. Ja, dann haben wir ja jetzt schon das, was wir wollten. So, dann können wir jetzt alle wieder rüber. Kommt alle mit. Hätten wir das. Okay, dann brauche ich dich jetzt, Levi. Willst du das hier kaputt machen? Ja. Da war nichts drunter. Egal. Soll uns nicht weiter stören. Hauen wir das noch weg. Tor ist frei. Gehen wir durch. So, okay. Jetzt brauchen wir wieder Verstärkung. Maria wäre jetzt nicht schlecht. Denn wir wissen ja. Aber es wird wahrscheinlich dann wieder dunkel. Ne? Weil hier die Lichtverhältnisse sich dann verändern. Und ich denke auch, dass dann Monster spawnen. Hier drüben können wir noch hier was kaputt machen. Das machen wir direkt. Es kann ja sein, dass wir noch irgendwas anderes hier erledigen können. Aber das war wahrscheinlich nur dafür da, dass man dieses Stück Knochen bewegen kann. Damit wir uns die Brücke jetzt bauen können. Okay, labern wir nicht lange rum. Zurück in die Oase. Zack. Und dann teleportieren wir uns gleich wieder hierher. Holen wir Maria ab. Ja, das ist schon ein Dungeon, der ist schon ein bisschen vielseitiger. Man braucht schon um einiges mehr Leute, um diese Rätsel zu lösen. Ich hoffe, dass wir später dann auch Personen haben, die mehrere Fähigkeiten können und nicht nur so eine Standardfähigkeit, wo man nicht unbedingt braucht. Das ist halt nicht so geil, weil dann müssen wir nicht immer zurückgehen. Das wäre halt geiler. So, so. Maria, kommst du mit? Gute Idee, oder? So, dann hier wieder Aquaportal. Ja, zurück zum Tiefseefriedhof. Läuft doch.
Läuft doch, es geht vorwärts auf jeden Fall. So. Dann schauen wir doch mal, Maria. Das kannst du ganz gut erledigen, oder? Jo. Und da ist das Skelett auch schon aufgebaut. So, laufen wir hier rüber. Okay, und wenn wir wollen, können wir jetzt wieder hell machen. Wollen wir das? Ja, komm. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich Viecher hier raus. Wetten? Ist dein Ernst? Levi, ist das dein scheiß Ernst? Du willst da unten gammeln? Das geht so nicht. Idiot. Levi, du Idiot. Egal, machen wir einfach mit Tattoo weiter. Hauptsache, die sind jetzt wieder hier. Mir egal. Fragt mich nicht, wie die da jetzt wieder hochgekommen sind. Ich weiß es nicht. Aber wenn das so ist, dann kümmere ich mich da nicht weiter drum. Wenn die immer nachkommen, dann soll das so sein. So, hier ist eine Truhe. Was haben wir da drinne? Naja, das wird wohl nichts Besonderes sein. Ist es auch nicht. Okay, ja, das war nur der Nebenweg. Eigentlich geht es hier in der Mitte weiter. Hauen wir das auch noch durch. So. Und das. Okay, was müssen wir hier mit kaputt machen? Geht bitte weg da. Sonst sterbt ihr. Tattoo, was machst du da drüben, du Idiot? Einmal bitte hier rum. So. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus, was das bewirkt. Also, kann man hier irgendwas kaputt machen? Nein. Aber da oben vielleicht. Lass uns mal warten wieder. Das muss ja irgendwas bedeuten. So, dann machen wir einfach mal so hier. Hat sich da jetzt was getan? Ja, oder? Ich weiß es aber nicht. Es kann natürlich auch sein, dass wir diese Pflanze einfach in die andere Richtung pusten müssen. Und zwar nach da draußen. Warte mal. Wenn ich genau hingucke, dann ist da jetzt was gedamaged. Das war vorher nicht, oder? Na gut, dann durch da. Lassen wir uns nicht weiter stören von diesem Explosionsdingens da. Und gehen einfach hier weiter. So, einmal nach oben. So, auf der Karte mal schön gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Gut, Schalter. Levi. Bam. Ach, mach den Schalter. Warum? Warum nicht? Dann halt nicht. So, was ist jetzt hier? Schauen wir nach. Okay. Und wieder ein Gegner. Ich vermute mal, wir brauchen Tattoo. Nicht Levi, Tattoo. Dann mach mal so hier. Ich habe den Gegner zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist gar nicht so dumm, wenn wir das so machen. Können wir den Gegner rauslocken? Ja. Okay, jetzt. Um. Alter, der ist ja, der ist schon tot? Das ging schnell. Egal. Dann ist das wieder hier im Portal, ne? Gucken wir mal kurz, was hier drunter ist. Zack, wieder ein bisschen farmen. Wir wissen ja nicht, was wir noch alles für Läden bekommen. Und wenn wir dann schon ein paar Vorräte haben, ist das nicht schlecht. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Hier gibt es nämlich nichts mehr, soweit ich weiß. Nächste Ebene. Da ist wieder ein Speicherpoint. Da speichern wir doch einfach mal ab. Da haben wir auch den Gang hier aktiviert und können uns jederzeit wieder hier hinporten. Ich denke mal, könnte ja sein, dass wir nochmal hier hin müssen. Vor allem, weil wir wahrscheinlich nicht alle Kisten mitnehmen können. Ist ja bekanntlich so.
Haben wir jetzt schon öfter gehabt. Okay, hier waren wir schon mal, oder? Das hier. Das ist neu, oder? Okay. Weg nach oben. Waren wir hier? Ich weiß es nicht. Gehen wir einfach hier hoch. So. Okay, also hier können wir schürfen. Können wir hier noch was machen da unten? Ich weiß es nicht. Levi, dann klopf du mal nicht so mit A. Mit A. So. Okay, warte mal. Ja, hier kommen wir hoch. Ich muss mal schauen, was hier ist. Also, das ist das hier. Okay. Gut. Hier gibt es halt ein paar Schätze. Oder was auch immer. Okay, ein bisschen Zeug hier einsammeln. Ich glaube, du kannst auch schürfen, oder? Ja. Gut. Dann nehmen wir das doch mit. Wenn es uns so auf dem Serviertablett hingelegt wird, dann warum nicht? Wasserstein. Spiralfossil. Was haben wir noch? Zack. Zack. Spiralfossil. Spiralfossil. Wasserstein. Spiralfossil. Graben können wir nicht. Oder kannst du auch graben? Nein. War aber klar. Okay, wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Nur darunter springen, okay? Ja, dann gehen wir halt wieder runter. So, wieder nach oben. Hier. Okay, Levi. Hau mal hier einfach drauf. So. Wenn ich jetzt hier hingehe, da waren wir schon. Lass mal einfach hier noch draufhauen. Geht das? Nein. Kommen wir hier rüber. Mysteriös, was das hier ist. Kann ich euch noch nicht sagen. Lass uns erstmal durch dieses Tor hier gehen. Da oben. Bestimmt sind wir hier richtig. Da hinten müssen wir halt nochmal schauen. Da muss man bestimmt noch irgendwann mal was machen. Ich weiß nicht, ob diese Plattformen sich auch erst freischalten mit der Zeit. Das kann auch sein. Wenn wir hier so ein paar Gegner besiegen oder sowas. Ich weiß es nicht. Okay. Alter, du Drecksviech. Verwirrung, Verwirrung. So. Komm her. Bam, komm. Ja. Alter, unsere Kollegen sind fast tot. Das ist nicht gut. Autsch, 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 autsch. Medizin, 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 Medizin. So, XL-Medizin. Wieder voll. Hau drauf. So, zack. Okay, der ist weg. Dann helfen wir doch. Ach, warte mal, wie kommen wir jetzt dahin? Kann ich da durch? Nein, warte, das müssen wir anders machen. Ich weiß ganz genau, wie wir das machen. Und zwar. Oh, spawnt schon der nächste Gegner oder was? Das ist nicht cool. Ich muss hier durch. Damn, spreng mal weg. Ah, okay, jetzt können wir schon da durchlaufen. Dann lauf schnell, bevor wieder noch mehr spawnen von diesen komischen Viechern. Wo ist denn jetzt gespawnt, das Ding? Rüber, 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 schnell, schnell, schnell. Levi, ich kann dir jetzt nicht helfen, aber ich denke, das kriegst du alleine hin. Ich meine, er heilt ja wieder. Okay. So, wo ist das nächste? Alter. Treff doch nicht immer. Bis dann. Okay, weg hier. Wir können uns gleich um das Viech nochmal kümmern. So, das haben wir. Oder ist das jetzt woanders wieder gespawnt? Nein.
Okay, dann passt das alles. Alles cool. Oder auch nicht. Medizin, Medizin, Medizin. Medizin. XL-Medizin. Hau rein. Gleich nochmal getroffen worden. Läuft bei uns nicht. Tattoo ist tot. Levi ist... Oh Gott, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wie machen wir das jetzt? Warte mal, Tattoo ist gar nicht tot. Also Medizin. Heilfrucht. So, jetzt. Stirb. Du Drecksviech, stirb einfach. Boah. Er ist fast tot. Ein Schlag noch. Nein, ich will doch nicht... Als ob ich jetzt hier unseren Kameraden heilen wollte. Bestimmt. Ach du Scheiße, ey. Gerade in so einer Situation, wo man noch einen Schlag machen muss auf das gegnerische Viech, als ob ich da einen Kameraden heilen will. So. Okay, also. Hier drüben. Das können wir noch explodieren lassen. Das machen wir auch. Ich will andere Sicht haben. Dein Ernst? Ach, dann leck mich doch. Hier können wir noch nicht durch. Da kommen wir bestimmt später irgendwie durch. Irgendwie. So, gucken wir mal hier lang. So. Okay. Da ist eine rote Kiste. Das scheint der Endboss... Die Endboss-Belohnung oder was auch immer zu sein. Aber solche roten Kisten kennen wir ja schon. So. Und das hier? Ist das gefährlich? Okay. Wieder einen Haufen Schalter zu betätigen hier. Als erstes das hier wahrscheinlich. Zack. Gut. Und dann geht's hier unten durch. Können wir auch da hoch irgendwie kommen? Vielleicht? Nee. Ich war gerade irritiert von der Waffe von Levi. Und hier hinten? Was ist das? Ein versiegeltes Tor. Okay. Na gut, dann kümmern wir uns erstmal hier um diesen Weg. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Aber eine Kiste scheint da. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, wir kommen jetzt da hinten rechts zur Kiste. Sind wir aber nicht. Wir müssen hier weiterlaufen. Und wir können auch darunter springen anscheinend. Da würde ich jetzt auch gerne mal hingehen. Zumindest da links. Hier. Hier ist nämlich eine Kiste. Ja, Tattoo. Irgendwie bist du auf der falschen Seite, habe ich so das Gefühl. Da solltest du nicht sein. Könnt ihr bitte hier hochkommen? Das wäre sehr nett. Tattoo auch? Ja. So, jetzt. Ansehen, was ist da drin? Ich sehe zwar fast gar nichts gerade, aber Glockenstab. So, können wir jetzt hier wieder hoch? Ne, hier aber. Oder? Ja. Und da drüben geht der Weg weiter. Da können wir auch irgendwas aktivieren. Aber da kommen wir noch nicht hoch. Egal, gehen wir einfach mal hier weiter. So. Hier ist wieder ein Schalter und da ist wieder ein Speicherpoint. Dann hau mal drauf auf den Schalter, Levi. So. Bam. Was passiert? Im Raum nebenan scheint sich etwas getan zu haben. Okay. Egal. Erstmal hier wieder abspeichern. So. Verwenden. Ja. Ja. So. Speichern. Jo. Falls wir sterben sollten. Aber wir haben jetzt ja drei Leute dabei. Sollte nicht passieren. Reise brauchen wir nicht verwenden, aber der Schalter ist schon mal aktiv. So, was ist das hier? Das scheint der richtige Weg zu sein.
Da ist ein Loch, das so aussieht, als würde dort so eine Art Schlüssel passen. Okay. Ja, den Schlüssel werden wir wahrscheinlich finden in dieser roten Box. Das kriegen wir noch hin. So, hier hat sich irgendwas getan. Ja, da sieht man auch schon. Wir wissen auch schon, was wir zu tun haben. Maria, geh da hoch. Und wieder Magie einsetzen. Zack. Okay. Da hat sich irgendwas getan. Was das genau soll, weiß ich noch nicht. Aber wir können hier runter. Und hier sind ein paar Steinblöcke. Die machen wir kaputt. Bam. Bam. Gut. Was ist hier noch? Okay, da hoch müssen wir. Da ist eine Blüte. Aber wir haben wieder einen Kampf vor uns. Ein roter und ein blauer Gegner. Okay. So, macht das irgendwas? Nein. Aber dem können wir gut Schaden machen mit unserer Waffe. Alter Falter. Ich hoffe, der andere Gegner bleibt einfach weg. Dann ist alles cool. Warum schießt der die ganze Zeit so eine Scheiße ab? Oh nein. Unsere TP. Heilfrucht. Setz ein. So, okay. 1, 2, 3, 4. Komm, stirb endlich. Autsch. Ich hätte nicht drauf gehen sollen. Macht ihr das mal. 2, 3 Schläge noch. Ja, passt. Okay, und jetzt du. Jetzt geht er auf einmal auch ab. Warum rollst du jetzt durch die Gegend? Vorher hat er die ganze Zeit nur Scheiße abgeschossen. Gut, dann schieß mal weiter deinen Scheiß ab. Okay, warte mal. Wir können das auch leichter machen. Verdammt. So, jetzt. Ach, komm. Dann stirb einfach. Ich wollte es leichter machen, ging aber leider nicht. Dann müssen wir das halt so machen. Einmal noch. Komm her. Bam. Geht doch. So, jetzt aber durch das Tor hier. Nicht Tor. Diese Blüte aktivieren, meine ich natürlich. Dann mach mal. Zack. Und was hat sich jetzt getan? Okay. Der Gang daneben ist offen. Dann gehen wir da rein. Kommen wir da rein? Nein. Okay, da war vorher die Blüte versperrt. Und jetzt ist der Gang versperrt. Den müssen wir wieder freilegen. Das heißt, wieder Magie einsetzen. So, dann mach mal dein Talent. Zack. Und jetzt bewegt sich das wieder da weg. Jetzt können wir da runter jumpen, einfach ohne Probleme. So, einmal hier rüber. Darunter bitte. Genau. Und da durch. Aber wir haben doch noch einiges zu tun hier. Auch einiges, was wir übersehen haben, mehr oder weniger. Bestimmt könnte man einiges schon holen. Aber wie, weiß ich nicht. Da scheint irgendjemand zu sein. Ein Serker, aber den habe ich noch nie gesehen. Hehe, was für ein gutes Gefühl. Alles prima, ich bin in guter Form, in großartiger Form, in Bestform. Okay. Ist der verflucht oder so? Weil er so tut, als wäre er der Geilste. Okay. Ach du Scheiße, fliegt er auch noch darunter? Oh, runtergefallen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Also ich denke doch eher, dass das absolut katastrophal ist. Aber gut, lass uns erstmal weitergehen. Dein Ernst?
Ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme hier. So. Gut. Levi. Ab geht's. Bam. Haut drauf. Bam. Und nochmal. Zack. 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 Und der Hirschhüpfer ist schon mal weg. Next round. Nächster Hirschhüpfer. Bam. 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 Nein, nicht abwehren. Okay, dann lassen wir ihn ja mal wieder sliden. So, der Käfer ist ganz schön dumm. Ist schon wieder stecken geblieben im Sand. Zack, zack, zack. Bumm. Das war's. Noch irgendwas? Jetzt kommt wahrscheinlich das Riesenviech hier raus. Da kommt schon wieder ein Käfer. Dein Ernst? Na gut, den kriegen wir auch noch irgendwie hin. Der ist ein bisschen stärker, glaube ich. Na gut. Nein. Nein. Jetzt sind wir gerade in die falsche Richtung gehüpft, ey. So, jetzt. Hau drauf. Oh, ich wollte die Special einsetzen. Warum macht er das nicht? Ist halt nicht. Egal. Dann regeln wir das. So. Geht doch. Noch was? Schimmerflügel oder was auch immer haben wir bekommen. So, Waffe ist schon weggesteckt. Wollen wir nochmal da runter gucken, ob wir vielleicht auch nachspringen können. Können wir das? Nein, können wir nicht. Okay. Ich vermute halt, wir kommen jetzt nochmal in die untere Etage und dann können wir auch einige von diesen Truhen hier noch holen. Dieser Dungeon scheint relativ groß zu sein. Hier, man sieht es auch schon. Jetzt haben wir 88% der Karte aufgedeckt. Zack. So, was ist hier drunter? Tattoo hat wenig Leben. Na gut, dann von mir aus. Nimm mal eine Heilfrucht. So, damit es nicht mehr so komisch piepst hier. Okay. Gut, dann würde ich sagen. Erstmal ausweichen. Bisschen weg von diesem komischen Ding da gehen. So. Und dann beenden wir an dieser Stelle einfach mal die Folge. Und in der nächsten Folge erkunden wir weiter den Tiefseefriedhof und gucken, was aus dieser Person geworden ist, die eben da diesen Hang runtergeflogen ist. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Hier geht's zur Playlist von Everoasis. Außerdem gibt's hier immer die neuesten Videos und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin, ciao, euer Falaba.